Darfst du dich wieder hinlegen, schließe deine Augen. Bitte achte darauf, dass du in einer bequemen Position liegst, wo du auch länger verweilen kannst. Komm einfach auf deiner Matte an. Und lass mal alle Gedanken weiter treiben. Auf dich nehmen. Du wirst zum Beobachter deiner Gedanken. Ein paar Mal tief ein und aus und stell dir vor, dass dein Atem die Gedanken weiterziehen lässt. Der tiefe, kraftvolle Atem ein und auch aus. Wie du mit jedem Ein- und Ausatmen, mit jedem Atemzyklus ruhiger wirst. In diesem Moment ankommst. Wie sich ein Gefühl in dir breit macht von Vertrauen. Denn du fühlst dich umgeben von den Klängen frei, leicht. Widerstand.
Prozess der Schwangerschaft ein Prozess des Vertrauens, Vertrauen in deinen Körper zu haben, dass er dich und dein Baby nähren wird, für dein Baby da sein wird, Milch produzieren wird, heilen wird. Verbinde dich mit diesem Vertrauen, dass dein Körper eine unendliche Weisheit besitzt.
atme tiefer in dieses Vertrauen nochmal rein. Eine Hand auf deine Brust, eine Hand auf deinen Bauch. Und spüre einfach das Vorhandensein, dieses Vertrauens, diese Stabilität, diese innere, die dir dieses Vertrauen gibt. Und sollten wieder Zweifel, irgendwelche Ängste aufkommen, kannst du diese Soundmeditation gerne wieder machen, ne? Und immer wieder zurück ins Vertrauen kommen, das Vertrauen festigen. Je mehr du es jetzt vor der Geburt festigst und auch danach, wenn dein Baby da ist, dass du ruhiger wirst und gelassener, und das wird sich auch auf dein Kind dann auch wieder auswirken. Ja. Also es ist ganz wichtig, immer wieder in dieses Vertrauen zurückzukommen. Und da wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass du dabei bist.